Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute da seid heute Abend und schön, dass ihr jetzt wieder live eingeschaltet habt. Nach einigen Wochen Sommerpause wollen wir das Leben von Jesus weiter studieren. Heute mit einer Geschichte, über die fast nie gepredigt wird, aus dem einfachen Grund, weil sie so ähnlich ist zu einer anderen, die bekannter und berühmter ist, dass man über diese Geschichte selten was hört. Gemeint ist die Speisung der 4000. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Predigt über die Speisung der 4000 gehört habt. Meistens ist es immer die Speisung der 5000, weil bekannter, weil spektakulärer anscheinend. Aber wir wollen heute sehen, dass diese Geschichte nicht einfach nur da ist, weil irgendwie Platz noch gefüllt werden müsste. Nein, im Gegenteil, sie hat ganz, ganz interessante und wichtige Lektion für uns alle. Und bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam niederknien für ein Anfangsgebet und dann das Studium starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für die Botschaft der Evangelien und die vielen interessanten Geschichten, die immer spannender werden, je mehr man anfängt, sie wirklich tiefgründig zu studieren, wenn man jeden Stein umdreht, um nach Schätzen zu suchen. Wir danken dir, dass du auch in dieser Geschichte ganz viele Dinge verborgen hast, die uns für unseren Alltag wirklich gut helfen können. Wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, dass du unser Lehrer bist und dass wir das, was du uns zeigst, durch deine Kraft auch anwenden können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Also, um diese Geschichte richtig zu verstehen, müssen wir nochmal ganz kurz so ein bisschen im Rückblick uns die letzten Geschichten vergegenwärtigen, nur so stichpunktartig, weil die Geschichte entfaltet erst so richtig ihre Spannung, wenn man weiß, was vorher passiert ist. Also, ich gehe jetzt so gedanklich ein paar Monate zurück in unserem Seminar und wir, ohne die Details zu nennen, zählen nur ein paar Geschichten auf, die passiert sind. Jesus hatte seine Jünger, damals noch in Galiläa, ausgesandt. Ja, die Aussandung, die Missionsreise. Ja. Und als die zurückkamen, wollte er mit ihnen wohin? Weiß es vielleicht jemand noch von damals oder so zufällig? Wohin wollte er mit ihnen, als sie zurückkamen von der Missionsreise? Er wollte mit ihnen an einen einsamen Ort, genau. Und er fand einen einsamen Ort, ging mit ihnen hin und als sie dort ankamen, waren sie noch einsam? Nein, eine riesige Menge war mit ihnen. Jesus erbarmte sich über sie, heißt es, und hat zwar, so haben wir bei Ellen White gelesen, eine kurze Zeit auch mit seinen Jüngern einzeln verbracht, ein paar die wichtigsten Dinge nochmal so erklärt, mit ihnen gesprochen, aber dann den ganzen Tag dieser Volksmenge gedient und dann war Abend und die Leute hatten kein Essen mit dabei und dann kommt die berühmte Geschichte von die Speisung der 5000. Ja, ein spektakuläres Wunder. Nach Johannes zur Zeit des Passafestes. Das war Passa 30. Ja, ein Jahr vor der Kreuzigung. Und so spektakulär, dass die Leute was vorhaben. Was wollen sie mit Jesus tun jetzt? Sie wollen ihn zum König krönen. Und weil Jesus so demütig ist, denken seine Jünger, naja, der ist halt so demütig, der will es halt einfach nicht alleine initiieren, also helfen wir ein bisschen nach. Ja? Und sie machen mit und dann wird Jesus sehr ernst, sehr deutlich und sagt, nein, er sagt zu seinen Jüngern, ihr geht sofort ins Boot und fahrt ab. Ja? In einer Deutlichkeit, sagt Ellen White, wie er niemals zuvor zu den Jüngern gesprochen hat. Die Jünger gehen aufs Boot, ärgern sich so ein bisschen, dass sie gleich gehört haben und Jesus zerstreut dann die Volksmenge. Und dann sind sie auf dem See. Jesus bleibt alleine auf dem Berg zum Beten. Und was passiert dann auf dem See? Gibt es einen Sturm. Ja, und dann sind sie in Sorge und Not und kämpfen gegen die Wellen. Und dann, was passiert dann? Als Jesus sie dort sieht, was passiert dann? Er geht zu ihnen auf dem Wasser. Ja, das ist in der Nacht nach der Geschichte. Ja, Jesus geht auf dem Wasser. Jesus auf dem Wasser. Auch ein spektakuläres Wunder, ja. Und ihr kennt dann die Geschichte, nicht wahr? Einer von den Jüngern ist so begeistert, dass er sagt, okay, wenn du, dann ich auch, ja. Wer war das? Petrus, genau. Petrus. Und am nächsten Tag kommt dann Kapernaum an und die Leute hier, die 5000, die alle satt geworden waren, kommen am nächsten Tag wieder, wollen noch mehr hören. Sehen, Jesus ist nicht da und fahren ihm hinterher, treffen ihn in Kapernaum am nächsten Tag und dort hält er dann an sie eine Rede und das war die Rede, die wir uns angeschaut haben in Johannes 6, wo er dann etwas
sagt, er sagt, naja, ihr seid eigentlich nicht gekommen, um mir zuzuhören, ihr seid nur gekommen wegen dem Brot, ja, wegen dem Brot und den Fischen, wegen den Zeichen und Wundern, aber es geht nicht um die Brote, sondern es geht um das wahre Brot. Und dann sagen die noch, ja, wer ist das wahre Brot? Gib uns das wahre Brot. Und dann sagt Jesus den berühmten Satz, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er, wird er ganz deutlich und sagt, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der kann nicht mein Jünger sein. Und er wird nicht ewiges Leben haben. Und was passiert dann? Das ist ein ganz entscheidender Moment im Leben Jesu. Was passiert dann, als er diese Rede sagt und sagt, ihr müsst mein Fleisch essen, ihr müsst mein Blut trinken, ich bin das Brot des Lebens. Was passiert dann? In Johannes 6? Manche gehen, genau, manche ist gut. Wie viele gehen? Fast alle, bis auf die 12 Jünger. Eine riesige Krise, Ellen White nennt es die Krise in Galiläa. Die gehen alle. Und das führt dazu, dass Jesus hier seinen Dienst in Galiläa beendet. Er war ein Jahr lang in Galiläa gewesen, von Passa 29 bis Passa 30. Dieser Dienst geht zu Ende und er geht jetzt wohin? Wo geht er jetzt hin? Nachdem er, er geht genau ins Ausland, ja, nach Richtung Tyrus und Sidon, um dort Zeit zu haben mit seinen Jüngern, und er erzählt ihnen ganz viel, aber es gibt eine Frau, die ihn dort dabei stört, nämlich, wer ist das? Das ist die kananitische Frau. Das ist das Nächste, was hier dann passiert. Ja? Die kananitische Frau. Und Jesus benutzt die Geschichte, um den Jüngern, ganz spektakuläre Geschichte, die simple Lektion mitzuteilen, diese Frau hat genau den gleichen Glauben wie Jakob und deswegen ist sie eine Israelitin, auch wenn sie eine Kananiterin ist. Und die Jünger begreifen das nicht so wirklich viel. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Und dann geht Jesus, und damit sind wir jetzt schon da, wo wir die letzten Wochen waren, er geht nach in die Dekapolis, östlich vom See Genezareth. Und dort trifft er auf einen Mann, der taubstumm ist. Ja, und da heilt er ihn mit dem berühmten Wort, vielleicht könnt ihr euch erinnern, nicht wahr? Finger in die Ohren und Spucke auf die Zunge, und dann sagt er welches Wort? Ephata. Ja, und dann wird er geheilt. Und damit haben wir das letzte Mal dann geendet in Matthäus 15. Er ist aber nicht der Einzige, der da geheilt wird, sondern da kommt eine große Menge, und das ist jetzt quasi schon der entscheidende Punkt hier, eine große Menge. Und in der Dekapolis sind sie nicht mehrheitlich Juden wie in Galiläa. In Galiläa gibt es auch einige Heiden, aber mehrheitlich sind es noch Juden. In Juda sind eigentlich fast nur Juden, in Galiläa sind es ziemlich viele Juden, aber in der Dekapolis sind es größtenteils Heiden. Und die werden jetzt auch geheilt. Jesus heilt einen nach dem anderen. Ihr könnt Matthäus 15 lesen, damit haben wir letztes Mal aufgehört. In Vers 30, und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich, und sie legten sie zu Jesu Füßen und er heilte sie. Und dann passiert etwas, sodass sich die Menschenmenge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehen wurden, und sie priesen den Gott Israels. Also das endet jetzt damit, dass die Heiden hier in der Dekapolis Gott preisen, ja? Wir preisen den Gott Israels. Okay. Das geht hier genau an dieser Stelle jetzt. Also wenn du jetzt so diesen Fahrplan der Ereignisse habt. Genau an dieser Stelle beginnt jetzt die Geschichte, die wir heute studieren wollen. In Vers 32. Wer mag mal lesen? Vers 32. Genau, also ihr seht ganz deutlich, die Geschichte, die jetzt kommt, hängt direkt an der hier. Oder? Die sind gerade hier in der Dekapolis, Jesus heilt hier 3 Tage lang, predigt zu den Heiden und sagt jetzt Folgendes. Er ruft seine, wen ruft er zu sich? Er ruft seine Jünger zu sich. Okay, merkt man, er ruft seine Jünger und sagt, das ist das allererste, was er sagt. Ich bin voll Jammer, genau, hat jemand eine Übersetzung? Ich bin voll Jammer. Ich bin voll Mitleid, genau. Ich bin voll Erbarmen. Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus sagt, ich habe Mitleid mit denen. Kennt ihr Bibelstellen im Alten Testament, die davon sprechen, dass Gott Mitleid hat oder Erbarmen hat? Was sind so bekannte Stellen, oder so, wie wird Gottes Erbarmen
sein Mitleid beschrieben im Alten Testament? Gibt's? Hm? Bei Elia? Wie bei Elia? Ah. Ah ja, genau, Gott gibt ihm Brot, ja, genau, das stimmt, ja. Also, wo so irgendwie steht, Gottes Erbarmen ist wie, oder Gottes Erbarmen bewirkt, oder so. Vielleicht habt ihr mal gelesen, schaut mal mit mir, lasst euren Finger hier, wir kommen gleich wieder zurück zu Matthäus 15. In Psalm 103, den kennt ihr bestimmt, Psalm 103 und dort Vers 13, denn wie sich ein, Psalm 103, Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Also Gottes Erbarmen wird beschrieben wie so ein Vater, der so für seine Kinder da ist. Ja, kann man sich ganz gut vorstellen. Hat man ja hoffentlich auch selbst erlebt im Leben. Nicht wahr? Der Vater ist für einen da. Oder zum Beispiel Psalm 145, ist auch sehr schön. Psalm 145, Vers 9. Da heißt es, der Herr ist gütig gegen wen? Gegen die Gläubigen? Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Also anderes Wort für alle seine Werke? Seine Schöpfung. Gottes Barmherzigkeit ist nicht nur für ein paar Ausgesuchte, Gottes Barmherzigkeit ist für alle. Und vielleicht ahnt ihr schon, in welche Richtung diese Geschichte uns hier wenden wird. Übrigens, wenn ihr Psalm 145 weiterlest, da gibt es auch diesen schönen Satz in Psalm 145, Vers 15. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Ja? Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lädt mit Wohlgefallen. Das spielt in dieser Geschichte auch gleich noch eine große Rolle. Und noch ein Vers in Micha, den kennt ihr auch, oder? Micha 7. Micha 7, Vers 18 und 19. Wer ist ein Gott wie du? Genau. Der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat, er wird sich, und wie geht's weiter, er wird sich, wie steht's da, er wird sich, in Vers 19, genau, und wichtig ist nicht nur, er wird sich über uns erbarmen, er wird sich wieder über uns erbarmen. Was heißt denn das, was drückt das aus, er wird sich wieder über uns erbarmen? Wenn jemand sagt, Gott wird das wieder tun. Dass es schon mal gemacht hat, dass es immer wieder tut. Ja, dass es Gottes Gnade ist nicht eine einmalige Sache. So nach dem Motto, ich habe jetzt Gnade bekommen und wenn ich jetzt wieder sündige, habe ich es verspielt. Ja, er wird sich wieder über uns erbarmen. Unsere Missetaten, was macht er mit den Missetaten? Er wird sie bezwingen. Ja? Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Gott sagt, ich werde mich immer wieder erbarmen und die Sünde besiegen. Jetzt, Jesus kommt auf die Erde, um dieses Erbarmen des Vaters zu zeigen. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele an von Jesus, wie er Mitleid gehabt hat. Lukas Kapitel 7. Wollen wir von Jesus lernen, oder? Manchmal gibt es Situationen im Leben, da hat man so quasi fast schon als Mensch Mitleid, einfach weil es so traurig ist, aber manchmal fällt uns auch schwer, Mitleid zu haben. Ja? Schauen wir mal, was wir hier von Jesus lernen können. In Lukas 7 und dort Vers 13. Mit wem hat Jesus hier, in Lukas 7, Vers 13, mit wem hat er hier Mitleid? Mit wem hat er Mitleid? Genau, eine Witwe, die ihren Sohn verloren hat. Das heißt, sie hat ihren Mann schon verloren, hat ihren Sohn verloren. Also, das würde wahrscheinlich vielen Menschen einfach fallen, hier Mitleid zu haben, oder? Wenn man eine Frau sieht, die schon verwitwet ist, ihren Sohn zum Begräbnis bringt, also Jesus hatte Mitleid mit dieser Frau. Das heißt, als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie. Schauen wir zu Markus. Markus 1, Vers 41. Mit wem hat Jesus Erbarmen hier? Markus 1, Vers 41. Mit wem hat er hier Erbarmen? Mit einem Aussätzigen. Jetzt, das ist schon manchmal eine unterschiedliche Sache. Ne? Nicht alle Menschen, wenn sie einen Aussätzigen sehen, haben Erbarmen. Was ist so eine andere Reaktion, die Menschen haben könnten? Distanz. Weglaufen, ja. Gehen wir bloß vom Leib. Ja. Ich will mich nicht anstecken. Ja.
Es gibt nicht viele Menschen, die bereit sind, in einer Leprakolonie zu helfen. Ja? Ich habe, als ich in China war, habe ich da Bilder gesehen, da gibt es große Leprakolonien in China. Da gibt es Freiwillige, die gehen da hin und helfen den Menschen. Aber das ist schon nicht so selbstverständlich. Jesus hatte Erbarmen, er wollte diesem Aussätzigen helfen. Noch ein letztes Beispiel in Markus Kapitel 5. Und dort Vers 19. Mit wem hatte Jesus hier Erbarmen? Mit wem hat er Erbarmen? In Markus 5, Vers 19. Oder? Wer sind hier die Nutznießer seines Mitleids gewesen? Besessene. Und zwar nicht nur von einem Dämon, sondern von Hunderten, wenn nicht Tausenden Dämonen. Ja? Die allermeisten Menschen hätten wahrscheinlich mit diesen beiden kein Mitleid gehabt, oder? Grässlich, wie die aussehen. Ellenweit beschreibt ja, wir haben es damals ja studiert, mehr wie Tiere waren die, ja? Nackt und dann zerfetzten ihre Leiber. Jesus hatte Mitleid mit den, ich sage, ekelhaftesten Menschen, die es gab. Das war so das Schlimmste, wie ein Mensch sein konnte. Jesus hatte Mitleid mit ihnen. Das heißt, Jesu Mitleid war jetzt nicht davon abhängig, ob er gerade so gefühlt hat oder nicht. Ja, als die Jünger diese Besessenen gesehen haben, wisst ihr vielleicht noch, die sind fortgerannt. Ja, aber Jesus blieb stehen, er hatte Mitleid. Er hatte Mitleid mit jedem Menschen. Mit wem hat er Mitleid? Also wir haben gesehen, Jesus hat Mitleid mit einer trauernden Mutter. Er hat Mitleid mit einem Aussätzigen. Er hat Mitleid mit von Dämonen Besessenen. Mit wem hat er Mitleid hier? In Matthäus 15? Mit hungrigen Menschen? Was, die Pointe ist noch ein bisschen präzise. Er hat Mitleid mit wem? Gucken wir es genau an. Schaut mal mit in Markus 6. In Markus 6 und dort Vers 34. Eine ganz tolle Stelle. Markus 6, Vers 34. Markus 6, Vers 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er fing an, sie vieles zu lehren. Welche Geschichte ist das? Mit welcher Menge hat er hier Erbarmen? Mit den 5000. Ne? Mit denen hat er Erbarmen. Also, Jesus sieht die 5000, also sind 5000 Männer plus Frauen plus Kinder, und hat Erbarmen mit ihnen. Und jetzt hier ist das Gleiche wieder, er heilt und er predigt und er sieht diese 4000 Männer plus Frauen und Kinder und er hat Erbarmen mit ihnen. Was ist der Unterschied zwischen denen und denen? Was ist der Unterschied? Okay, die sind schon 3 Tage lang. Ja, okay, die sind sehr hungrig. Was ist noch ein Unterschied? Es sind Heiden. Und das ist ja, also, nicht wahr? Hier, kanadische Frau, Dekapolis. Hier ist ein Pattern, das Jesus hier deutlich macht. Weil den Jüngern kam es ja in den Traum nicht ein, irgendwie die Heiden als liebenswerte Menschen zu sehen, ja? Sie hatten gesehen, dass Jesus mit einer Witwe Erbarmen hat. Sie hatten gesehen, dass Jesus mit Hungernden Erbarmen hat. Er hatte Erbarmen mit einem Aussätzigen. Er hatte sogar Erbarmen mit Dämonen besessen. Aber die Frage ist, würde er auch Erbarmen mit Heiden haben? Ja. Würde er Erbarmen mit Heiden haben? Jesus hat Erbarmen mit Heiden. Und zwar genauso wie mit den Juden vorher. Der erste interessante Punkt hier ist, es scheint dieselbe Geschichte zu sein, aber es ist eben eine Geschichte jetzt bei den Heiden größtenteils und nicht bei den Juden. Und der Punkt, dass Jesus hier fast genau dasselbe tut, oder ziemlich genau dasselbe, werden wir jetzt sehen, ist schon in sich ziemlich interessant. Aber schaut doch mal in Markus 6. Markus 6, Vers 34. Jesus sagt ja nicht einfach nur, er hatte Erbarmen mit ihnen, sondern es heißt, er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie? Sie waren wie? Schafe, die keinen Hirten hatten. Und da haben wir damals das ausführlich studiert. Diese Schafe, die keinen Hirten haben, das kommt aus dem Alten Testament, wo Gott sagt in Hesekiel, ja, die ganzen Hirten haben meine Schafe zerstreut, ja, die falschen Hirten haben durch Irrlehren und Götzendienst mein Volk zerstreut. Und dann sagt Gott, ich selbst will meine Schafe wieder sammeln, ja, ich will selbst die sammeln, ich bin der gute Hirte. Jesus kommt, der gute Hirte, er sieht das Volk Israel und denkt, meine Güte, wo sind die Hirten? Das sind alles Schafe des Volkes Israel, die verloren sind, ich will sie sammeln.
wenn ihr die Geschichte gut kennt hier. Was sagt Jesus als allererstes zu der Frau, als sie ihn um Hilfe bittet? Er sagt: Ich bin nur gesandt zu den. Schaut mal, Matthäus. In Matthäus 15. Matthäus 15, 24. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Und also hier haben wir Schafe, nicht wahr? Und da haben wir Schafe sozusagen. Und die Jünger denken natürlich, weil sie ist ja eine Heidin, deswegen kann Gott ihr nicht helfen. Jesus hat keine Erbarmen mit ihr, aber dann zeigt Jesus, wie falsch sie denken, sondern er hilft ihr, indem er zeigt, dass sie, und das haben wir dann in der Geschichte angeschaut, dass diese Frau einen viel größeren Glauben hat als die Jünger. Sie hat einen Glauben wie Israel selbst, wie Jakob. Ja, sie glaubt, als Jesus sagt, lass mich gehen. Ja, sie glaubt wie Jakob, sie ist eine Israelitin, sie gehört zu den verlorenen Schafen Israels. Jesus hat Erbarmen mit ihnen. Hier bei den 5000, sie waren wie Schafe ohne Hirten. Jetzt kann man ziemlich gut schlussfolgern, dass es derselbe Grund hier auch war. Er hat mit Erbarmen mit den 5000, weil sie sind wie Schafe ohne Hirten. Er hat Erbarmen mit den 4000. Das steht nicht da, aber das ist die Schlussfolgerung. Denn er sieht sich auch als Hirte für diese Schafe. Er sieht sie auch als Teil des verlorenen Israels. Jetzt, wer ist wahrscheinlich ihm nicht so weit gefolgt im Denken? Als Jesus sie hier als verlorene Schafe sieht, wer hat wahrscheinlich Mühe, ihm dabei zu folgen? Die Jünger, genau, die Jünger, die sind immer ein bisschen schwer von Begriff, nicht wahr? Ganz genau. Und deswegen war es so interessant, weil ja die Heiden schon hier direkt in der Geschichte vorher gesagt haben, sie priesen den Gott Israels. Ja, da ist schon so ein Link sozusagen. Die Heiden interessieren sich für Israel. Jetzt. Schaut mal mit mir in Matthäus Kapitel 6. Das ist eine ganz interessante Stelle jetzt in dem Zusammenhang mit der Geschichte. Ja. Matthäus 6 gehört zu welcher berühmten Predigt? Zur Bergpredigt, ganz genau. Okay, schauen wir mal Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir? Trinken auch genau, aber vorher, was werden wir? Essen, genau. Hat diese Stelle was mit der Stelle hier zu tun, mit den 4000? Ist die Frage, was werden wir essen, eine relevante Frage für diese 4000 Leute gewesen, ja oder nein? Die stehen da 3 Tage lang und Jesus, also behalte das mal im Hinterkopf. Okay, was werden wir essen oder was werden wir trinken und womit werden wir uns kleiden? Also dieser Punkt ist, ein Gläubiger sollte was nicht tun? Er sollte sich nicht sorgen, meine Güte, wo werden wir Essen herbekommen? Jetzt kommt der nächste Vers. Denn nach allen diesen Dingen, welche diese Dinge sind? Diese Dinge sind? Essen und? Trinken und? Kleidung. Nach diesen Dingen trachten die Heiden. Das ist interessant, oder? Jesus sagt, die Heiden trachten nach Essen. Die Heiden machen sich Gedanken, was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden wir, und so weiter. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Ihr seid, wenn ihr keine Heiden sein wollt, dann zeigt es dadurch, indem ihr nicht ständig sagt, oh, was werden wir essen, was werden wir trinken, ja, sondern indem ihr darauf vertraut, dass was Gott macht, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Wie trachtet man nach dem Reich Gottes? Also praktisch. Was ist, soll also höheren Stellenwert haben als Essen, Trinken und Kleidung? Genau, sich für Gott interessieren, Bibel lesen, Predigten hören, beten, ja? Direkten Kontakt mit Jesus. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ihr werdet satt werden, ihr werdet trinken und ihr werdet alles haben. Was Jesus sagt, ist ganz interessant. Er sagt, die Heiden sind dafür bekannt, dass sie sich nicht zuerst für das Reich Gottes interessieren, sondern zuerst, was werde ich essen, was werde ich trinken, was werde ich kleiden. Heißt also, wenn wir behaupten, ich bin Christ, aber es ist mir wichtiger zu wissen, wie mein Leben, die Alltäglichkeit meines Lebens organisiert sind, und es ist mir wichtiger als geistliche Dinge, bin ich eigentlich was? Ein Heide. Und wenn hier Menschen 3 Tage lang sich nicht die Frage stellen, was werden wir essen, was werden wir trinken, sondern darauf warten, dass Jesus irgendwie für sie sorgen wird. Was haben sie damit bewiesen?
dass sie eigentlich gar keine Heiden sind. Also im geistlich gesehen. Ja? Sie sind zwar ethnisch vielleicht keine Israeliten, aber sie sind eigentlich, sie trachten nach dem Reich Gottes. Hier sind zigtausende Heiden, die buchstäblich eine Repräsentation dessen sind, was hier in der Bergpredigt steht. Okay. Jetzt. Schauen wir mal einen Tag weiter. Übrigens, wie lange war das hier bei den 5000, bei den Juden? Wie lange haben die gewartet? Ein Tag. Die warten drei Tage. Drei Tage. Jetzt schauen wir mal gemeinsam in Matthäus zurück. Matthäus 15. Genau, und da heißt es, Vers 33. Was sagen die Jünger? Wer mag mal lesen? Die Jünger sagen, woher sollen wir das nehmen? Jetzt, wenn man die Geschichte so für sich liest, wenn man in Vers 32 anfangen würde, würde man denken, ja okay, berechtigte Frage, oder? Wenn man aber den Kontext der letzten Wochen kennt, stellt man sich ja die Frage, was geht in deren Kopf vor? Die haben nicht wenige Wochen zuvor gesehen, wie Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen wahrscheinlich um die 20.000 Mann satt gemacht hat. Und hier stehen die jetzt hier und denken, woher sollen wir das nehmen? Wie soll das nur möglich sein? Wir lachen, aber wie oft passiert es uns, dass wir Gottes Macht erleben? Und dann preist den Herrn, unglaublich, ja? Und 2 Wochen später sind wir in derselben Situation und wir fragen uns, wird Gott uns wieder helfen? Wird das möglich sein, ja? Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir mal schauen, was Gott alles schon in unserem Leben gemacht hat, dann werden wir ganz oft feststellen, dass Gott schon große Dinge getan hat und wir später wieder an denselben Dingen gezweifelt haben, oder? Also die Geschichte ist an mehreren Stellen interessant für uns, weil es ist eine Sache, dass Gott ein Wunder tut, eine andere Sache ist, dass er es immer wieder tut. Weil man denkt vielleicht, okay, Gott hat jetzt einmal das Wunder getan, aber ich will ja nicht vermessen sein, nicht nochmal glauben, dass er dasselbe tut, oder? Jetzt hat Gott mir einmal die Sünden vergeben, aber ob er es jetzt nochmal tut, ich weiß nicht genau, ja? Das ist genau diese Idee. Nicht nur, dass Gott ein Wunder tut, sondern dass er es immer wieder gerne tun möchte, wenn es seinem Willen entspricht. Also, woher? Interessant ist ja, woher sollen wir in der Einöde nehmen? Schaut mal den Parallelbericht, lasst deinen Finger hier, die Finger hier drin, in Markus 8, da sagen die, in Vers 4, noch krasser, also hier heißt es ja in Matthäus, woher sollen wir? Ja? In Markus 8, Vers 4 heißt es, und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Also wer in der Welt sollte das möglich machen? Ja? Wie kann man die nur mit Brot füttern? Interessant ist, was Ellen White sagt. Und das bestätigt, was wir hier schon versucht haben herauszuarbeiten. Sie sagt 2 Dinge. Erstens, die Jünger haben erneut ihren Unglauben gezeigt. In Bethsaida hatten sie gesehen, wie mit dem Segen von Christus das kleine wenig, was sie hatten, für die Ernährung oder für das Speisen der gesamten Menge gereicht hat. Und dann sagt sie, also das eine Problem war Unglaube, das andere Problem, sagt sie, zudem waren in Bethsaida ja Juden. Diese aber waren Heiden. Und jüdisches Vorurteil war immer noch stark in den Herzen. Die haben gesagt, also Jesus wird doch nicht dasselbe für die tun, was er für uns Juden gemacht hat, oder? Manchmal fällt es uns schwer zu glauben, dass Jesus dasselbe großartige Wunder für andere tun möchte, was er für uns getan hat. Weil wir Vorurteile gegenüber jemandem haben. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Vorurteile gegen jemandem gehabt habt, aber das passiert ganz leicht, dass man denkt, also der ist irgendwie ein komischer Mensch, der ist irgendwie der Gnade Gottes nicht ganz würdig, ja, der ist irgendwie merkwürdig, das ist mein Feind. Und dann fällt es uns schwer, also wir möchten den Segen Gottes in Anspruch nehmen, aber es fällt uns schwer, den exakt gleichen Segen, das gleiche Wunder für meinen Feind auch in Anspruch zu nehmen. Die Jünger, die haben nicht begriffen, dass Gott die Heiden genauso lieb hat wie die Juden. Wir lesen es heute und denken, natürlich hat Gott alle Menschen lieb, aber wenn wir ganz ehrlich sind, fällt es uns manchmal auch schwer, wirklich so zu leben, dass Gott auch die Menschen genauso mag wie mich selbst, die jetzt nicht so nett zu mir sind, ja, oder die ich irgendwie, wo ich eine Distanz habe.
Schauen wir in Markus 6 nochmal. In Markus 6, da wird erklärt, warum das hier so sich ereignet. In Markus 6 und dort Vers 52, das ist hier gerade nach dem Sturm, ja, also in der Nacht nach der Speisung der 5000, da heißt es in Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Also, was war das Problem, warum sie diese Lehre von der Speisung der 5000 nicht so vollständig begriffen haben? Ihr Herz war verhärtet. Und das ist ein total interessanter Gedanke. Ich meine, habt ihr schon mal erlebt, dass 5000 Männer plus Frauen plus Kinder satt werden durch 5 Brote und 2 Fische? Das wäre spektakulär, oder? Man würde doch denken, dass jeder, der das sieht, für immer und alle Ewigkeiten Gott vertraut, oder? Würde man da denken, oder? Tatsache ist, selbst seine Jünger haben ihm nicht hundertprozentig vertraut, weil sie dieses Wunder gesehen haben, aber ihr Herz war verhärtet. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, das Wunder geht so teilweise an ihnen vorbei, weil das Herz nicht bereit ist, es aufzunehmen. Sie haben es gesehen, sie haben es gehört, sie haben es ja angefasst, sie haben das Brot genommen, weitergegeben und trotzdem hat es nicht völlig ihr Herz erreicht. Das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Warum ist das so? Gibt es noch andere Beispiele in der Bibel, wo Wunder geschehen und irgendwie geht das am Herzen vorbei? Also, Pharao, oder? Ich meine, was sind das für Wunder gewesen, oder? Und das Herz war verstockt, verhärtet und es ging an ihm vorbei. Das heißt, ob ich aus einem Wunder lerne, das Gott tut, hängt davon ab, ob ich willig bin, etwas zu lernen oder nicht. Wenn mein Herz offen ist, dass Gott mir etwas sagen kann, dann kann jedes Wunder, das er tut, mir zum Segen sein. Dann kann ich auch entsprechend etwas daraus lernen. Wenn ich aber nicht offen bin, weil ich so mein eigenes Ding durchziehen will, ja, weil ich mich gar nicht korrigieren lassen möchte, dann kann Gott die gewaltigsten Wunder tun. Sie bewirken nicht dauerhaft was. Der Pharao hat ja sogar mal ab und zu Entschuldigung gesagt, oder? Hat gesagt, ich habe gesündigt, ja, jetzt lasse ich euch ziehen, jetzt. Aber sein Herz war nicht wirklich verändert. Er hatte keine Furcht des Herrn, sagt die Bibel. Er war nicht wirklich bereit, sein Leben zu verändern. Und deswegen haben die größten Wunder nichts bewirkt. Menschen gehen nicht verloren, weil Gott zu wenig Wunder bewirkt. Im Gegensatz, Gott tut so gewaltige Dinge in der Natur, ja, durch seinen Heiligen Geist, in verschiedenen Arten und Weisen. Aber es nützt den Menschen nichts. Das heißt, wir müssen Gott nicht um stärkere Wunder bitten, sondern uns vor ihm demütigen. Wir müssen bereit sein, uns von ihm belehren zu lassen. Sag, Herr, ich bin wie ein kleines Kind. Sag mir, ob das richtig oder falsch ist. Hilf mir einfach. Ja. Denn was ist das Herz eigentlich? Was ist eigentlich so anatomisch gesehen unser Herz? Das stimmt. Aber wenn die Bibel von dem Herzen spricht, es war ja nicht ihr Herzmuskel verhärtet, oder? Sondern was ist eigentlich also anatomisch das biblische Herz? Das Denken. Verhärtetes Herz bedeutet verhärtete Gedanken. Das sind schon, ich bin nicht offen, sondern ich habe schon meine eigenen Ideen, die quasi das andere abprallen lassen. Das ist eine dramatische Sache, weil es kann bedeuten, dass Gott gigantische Wunder tut und sie gehen so halb an mir vorbei, weil ich mich nicht ändern will. Ja, ich meine, Gott hat am Berg Sinai in Feuer und gigantisch zu den Israeliten gesprochen und die waren irgendwie nicht ganz dafür offen. Ja? Und weil sie nicht offen waren, konnten sie nur so halb davon profitieren. Und das betrifft nicht nur Menschen, die nichts von Gott wissen, sondern sogar Leute wie die Jünger. Ja? Und das heißt ja nicht, dass sie jetzt verloren waren, das heißt nur, dass sie die Lektion nochmal brauchten und nochmal, bis es irgendwann so durchgedrungen ist. Und gerade diese Lektion mit den Heiden, das hat ganz schön lange gedauert. Ja? Der Petrus, da muss ich jedes Mal drüber lachen, aber eigentlich wir sind als Menschen alle so dumm. Wisst ihr, wann der Petrus verstanden hat, was Jesus hier sagen wollte? Wann hat der Petrus gesagt, jetzt verstehe ich's, jetzt begreife ich's? Das hat er in Apostelgeschichte 10 bei der Bekehrung von Cornelius begriffen. Ja? Bestimmt 10 Jahre danach. Also, da war der Heilige Geist schon ausgegossen. War Jesus gestorben, auferstanden, zum Himmel gefahren, der Heilige Geist ausgegossen und noch Jahre später sagt er, jetzt begreife ich es. Gott möchte die Heiden genauso retten wie uns. Also, denkst du, das hat Jesus hier schon deutlich gemacht. Bei der kanadischen Frau, hier in der Dekapolis, immer und immer wieder. Und es geht irgendwie hier rein und da raus. Und da sieht man, wie stark unsere menschlichen Ideen oft sind, unsere Traditionen, unsere auch Zweifel vielleicht, die wir haben und dass Gott jagt, also wenn ihr mal in der Gemeinde, also wenn wir in der Gemeinde sind, Gott jagt ja Verheißung über uns, oder?
Also wenn man mal überlegt, was man alles schon an Verheißungen gehört hat, an guter Nachricht, an Evangelium, an tollen Predigten, es ist ja unglaublich, ja? Und Gott macht das immer und immer wieder, weil er weiß, wir kriegen von dem meistens immer nur so ein bisschen mit, weil wir immer noch so oft verhärtete Herzen haben oder noch nicht ganz sicher sind. Und er bringt es immer wieder und immer wieder, bis es irgendwie mal richtig zu uns durchdringt. Ja? So auch hier. Aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Markus 8, Vers 5. Eine tolle Frage. Markus 8, Vers 5. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Wisst ihr, was er bei der Speisung der 5000 gefragt hat? Wie viele Brote habt ihr? Er stellt exakt dieselbe Frage. Wahrscheinlich, um sie da ein bisschen zu erinnern. Ja? Und jetzt sagen die interessanterweise, wie viele Brote haben sie? Sieben. Das ist ganz interessant, weil es gibt immer so Leute, die sagen, die Evangelien sind vielleicht alle so Märchengeschichten, ja, und ausgedacht. Also wenn jemand sich diese Geschichte ausgedacht hätte, ja, also stellt euch vor, ihr seid Bibelfälscher, ihr wollt irgendwie Geschichten euch fälschen oder so, ja, und ihr habt schon die Geschichte von der Speisung der 5000 mit fünf Broten. Wenn ihr die fälschen würdet, ja, was für Zahlen würdet ihr hier nehmen? Ich weiß, eine komische Frage, man möchte die Bibel nicht fälschen. Wenn man sich die Geschichte, eine Geschichte ausdenken würde, die jetzt nach der kommt, welche Zahlen würde man hier verwenden? Also weniger Brote, oder? Und wahrscheinlich noch mehr Menschen, oder? Die Tatsache, dass danach eine Geschichte kommt mit weniger Menschen und mehr Broten, ist ein guter Beweis, dass sie nicht ausgedacht ist. Sondern dass sie wirklich historisch ist. Manchmal, also für uns ist das vielleicht erstmal so, sowieso klar, weil wir gläubig sind, aber auch wenn man mit Menschen redet über die Glaubwürdigkeit der Bibel, zeigt das, also wenn ihm das ausdenken würde, würde er das anders machen. Das ist real, das ist historisch. In Matthäus 15, Vers 34, haben wir noch den Zusatz, es sind nicht nur sieben Brote, sondern auch ein paar Fische. Und im Griechischen steht hier, dass im Diminutiv, also Fischchen. Ja, die sagen nicht Fische, sondern so Fischchen. Wir haben sieben Brote und Fischchen. Ja, so. Die machen also deutlich ganz, ganz wenig. Ja, so, also keine großen irgendwie so, keine Ahnung, wie die heißen, aber so Karpfen oder so. Ja, so kleine, wie man so im Aquarium hat, so kleine Fischchen. So. Was ist das schon so nach dem Motto? Vers 35. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Was hatte Jesus bei der Speisung der 5000 gemacht? Was hat er gesagt? Setzt euch hin. Der einzige Unterschied der ganzen Geschichte ist, dass bei der Speisung der 5000, da war es Passa, da war es grün, da war Frühling, da war das Gras grün. Ja, hier ist kein Gras mehr grün, deswegen steht nur noch Boden. Ja, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten alles identisch. Vers 36, und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber gaben sie dem Volk. Was hatte Jesus mit den fünf Broten gemacht? Er hat gedankt und gebrochen und sie wem gegeben? Den Jüngern gegeben und die Jünger haben sie weitergegeben. Spätestens hier müssen die ein ziemliches Déjà-vu gehabt haben. Ja. Zumal das ist ja nicht irgendwie 2 Jahre her gewesen, das ist wenige Wochen her gewesen. Und er macht es exakt das Gleiche. Wenn man das liest, denkt man erstmal, wieso ist es die gleiche Geschichte? Aber der Punkt ist, es ist dieselbe Geschichte, eben nicht einmal für die Juden, einmal für die Heiden. Und gerade weil es dieselbe Geschichte mit denselben Details ist, macht Jesus deutlich, ich mache keinen Unterschied. Ich mache nicht besonders das anders bei den Heiden als bei den Juden. Er sagt, ich behandle die Heiden exakt so wie die Juden, 1:1. Der eine Unterschied ist, die Heiden werden ihn nicht versuchen, zum König zu krönen. Aber für die Jünger muss es eine ganz enorme Lektion gewesen sein. Das war alles hier, ganz viel Lektion. Ja. Die Geschichte war eine enorme Lektion, die Geschichte mit Ephata war eine enorme Lektion. Das hier auch. Jetzt in Vers 37, da heißt es, und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb. Wie viel Körbe voll? 7, ja, da waren es 12 gewesen, waren 7. Also der eine oder andere hat vielleicht Lust dazu, irgendwie sich Gedanken zu machen, was die Zahlen symbolisieren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Bedeutung hat, vielleicht auch nicht. Aber der Punkt ist, selbe Geschichte vom Prinzip her. Und dann kommt Vers 38. Übrigens, diese Wunder, die Speisung der 5000 und der Speisung der 4000 sind ziemlich wichtig. Jesus hat ja viele Wunder getan, oder? Aber die meisten Wunder, die er tat, waren meistens so 1:1. Ja, jemand ist krank und wird gesund.
Und so ein Wunder ist vielleicht leichter anzuzweifeln. Dann sagt man vielleicht, ah, du warst gar nicht wirklich krank, ja, du hast es nur simuliert oder so, ja. Aber hier sind zigtausende gleichzeitig, die man nicht alle, die alle hungrig sind und satt werden, ja. Also man hat nicht irgendwie zwei oder drei, die irgendwie das gesehen haben, sondern das ist in der Masse und alle können es bezeugen, denn alle wissen, also jeder weiß, wenn er satt ist, oder? Das ist etwas, was man sich nicht einbildet. Man weiß, man ist hungrig, man hat gegessen. Und gerade mit diesen beiden Wundern hat Jesus auch in der Breite der Bevölkerung sozusagen sehr deutlich gemacht, dass er genau die Kraft hat, die Gott im Alten Testament hat, nämlich für alle zu sorgen. Und genau, es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten ohne Frauen und Kinder. Das heißt wahrscheinlich, was würdet ihr schätzen, wie viele könnten es vielleicht gewesen sein dann insgesamt? Also wenn man 4000 Männer hat, hat man vielleicht nochmal... Ja, vielleicht 20.000, ja, 16.000, 20.000, irgendwie so. Also schon ganz schön erhoffen. Ja. Und entsprechend ein paar mehr waren es noch hier, wahrscheinlich beim Passer. Aber wie gesagt, das eine Erfüllung des Alten Testamentes. Schaut mal Psalm 107. Und dort Vers 8 und 9. Genau. Gott ist gnädig und er tut Wunder, wie wir vorhin gesehen haben, an allen Menschen. Seine Gnade, sein Erbarmen, sein Mitleid gilt allen. Also wenn Gott Erbarmen hat mit allen seinen Werken, mit allen Geschöpfen, wenn Jesus Erbarmen hatte mit Aussätzigen und mit Dämonenbesessenen, hat er noch Erbarmen mit mir? Oder bin ich so schlimm, dass Jesus mit mir kein Erbarmen haben kann? Nein, er hat Erbarmen mit jedem. Für die Jünger war das ein bisschen schwer zu verstehen. Ja? Die Sünde, die lässt uns immer so Menschen in Kategorien einteilen. Und die Sünde bewirkt Vorurteile. Aber Jesus hat versucht, das nach und nach im Leben der Jünger auszurotten. Und gerade diese Geschichten spielen eine große Rolle. Und indem er die Heiden ohne Unterschied genauso behandelt wie die Juden, und zwar in relativ zeitlicher Nähe, ich meine, Jesus hat ja gewusst, was er tut, ja, macht er deutlich, er behandelt alle gleich. Und es gibt viele Heiden, wie diese kananitische Frau, die sind gläubiger als so mancher Jude. Ja. Die harren 3 Tage aus und fragen nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, sondern die vertrauen darauf, dass Jesus ihnen hilft. Und so wie diese Frau einen Glauben gehabt hat wie Jakob, so wie diese Menschen hier einen Glauben gehabt haben, wie in der Bergpredigt steht, ist nicht entscheidend, wer wir sind und woher wir abstammen, sondern ob wir den Glauben haben. Der Glaube, der sich Jesus zu Füßen wirft. Der Glaube, der davon ausgeht, dass Jesus mir helfen möchte. Der Glaube, der Jesus vertraut. Und dann wird Jesus jedem Menschen helfen. Und Jesus tut Wunder nicht nur einmal, sondern immer wieder, wenn sie gebraucht werden. Und von daher können wir lernen, dass egal, was wir brauchen, wenn Jesus es uns früher schon mal geschenkt hat, kann es jetzt wieder tun. Wenn er uns früher gesegnet hat, wird er es wieder tun. Und er wird nicht nur uns segnen, er möchte alle segnen. Und noch gemeinsam beten? Lass uns wieder knien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass auch diese Geschichte von der Speisung der 4000 so wichtige Lektionen für uns enthält. Danke, dass wir sehen können, dass du für jeden Menschen da bist, dass du Erbarmen mit jedem hast. Danke, dass wir wissen dürfen, auch dass deine Kraft nicht auf Einzelfälle beschränkt ist oder auf besondere Zeichen, sondern das, was du für den einen tust, auch für den anderen tun kannst und das immer und immer wieder. Herr, vergib uns, dass wir so oft vielleicht unsere eigenen eingefahrenen Gedanken haben und viele Wunder nur halb wahrnehmen oder die Lektionen nur halb annehmen, weil wir gar nicht begreifen, was du uns eigentlich wirklich sagen möchtest. Und danke, dass du auch mit uns so viel Geduld hast, wie mit den Jüngern, denen du bestimmte Sachen immer und immer wieder gezeigt hast, bis sie es irgendwann einmal begriffen haben. Und danke, dass du es auch in unserem Leben tun möchtest. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes Ausschau halten können und dass du dich um alles andere kümmern wirst nach deiner Verheißung. Danke, dass wir das täglich erleben dürfen. Im Namen Jesu. Amen.